Die israelischen Luftangriffe auf Gaza dauern unvermindert an, während Lastwagen mit Hilfsgütern in Ägypten warten müssen. Das Europäische Parlament vergibt den Sacharow-Preis an Mahsa Amini und die iranische Frauenbewegung. Die Luftangriffe der israelischen Armee auf den Gazastreifen dauern unvermindert an. An der Grenze zwischen Ägypten und Gaza warten Lastwagen mit Lebensmitteln darauf, einige der eingeschlossenen 2,3 Millionen Menschen erreichen zu können. The night hasn't been quiet after US President Biden's visit to Israel. Israeli airstrikes were reported in the southern part of Gaza, reportedly killing a family. And two Palestinians were reported to have been killed in clashes with soldiers in the West Bank, where there have been many arrests. Now, the Israeli army has also said that it had been firing at Hezbollah targets in southern Lebanon in response to anti-tank fire in the north of Israel. Now, there are no details as concerns a potential ground offensive in Gaza after Israeli Prime Minister Netanyahu has said that the US support would change the equation of this war. At the same time, 3,000 tons of aid are waiting at the Rafah crossing points on the Egyptian side. Egypt has agreed to let through 20 trucks of food and water supplies, but the road on the Egyptian side has to be fixed. It had been damaged by Israeli airstrikes in Gaza. And also, Israel is demanding that safe zones be identified for the aid to be delivered, as to avoid Hamas from seizing any of this aid. And in the meantime, 500,000 people are piling up in UN facilities, displaced people. The facilities are overcrowded, and it's reported that many families are now moving back or considering to move back to their homes in the north, as they feel that they cannot be safe anywhere in Gaza. I'm Valerie Goria in Jerusalem for Euronews. Auch in West-Jerusalem diskutieren die Menschen über den Beschuss des Krankenhauses in Gaza, der auf der ganzen Welt für Entsetzen gesorgt hat. Viele Israelis unterscheiden zwischen Palästinensern und der Hamas. Talia erklärt im Gespräch mit Euronews, dass sie die Welle der Gewalt nicht wirklich verstehen kann. I like Arab. I don't have something with Arab. I work with Arab. We are joking. We have everything is good. Why to be like this? Why? Israels Armee zieht weiter Reservisten ein. Die Atmosphäre in Jerusalem bleibt sehr angespannt. Yosef ist Friedensaktivist. Er hat bis zum 7. Oktober gegen die Regierung Netanyahu demonstriert. Doch jetzt glaubt auch er, dass die Hamas zerstört werden muss. It's definitely not our bomb. It was an accident from the jihad. And yes, today we showed it to the whole world that it's not our bomb. They put human being as a protect for them. So they don't care. In Ost-Jerusalem, das die Palästinenser zu ihrer Hauptstadt machen wollen, möchte kaum jemand mit den Medien sprechen. You could easily tell Israelis and Americans are right behind. They're not interested in Gaza anymore and its people. Aus der von Touristen verlassenen Stadt sendet ein Mann eine Friedensbotschaft. I want to send message for all over the world. Pray for God. Sallu ala Allah. صلوا لله عشان ينجينا ويحمينا ويحمي اولادكم ويحمي ابنائكم دخيل الله صلوا لله. Everybody here is in shock. Now they feel this is a new escalation in the conflict, and more than ever, people fear that this could turn into a regional conflict. We're yet to see what's going to happen in the north of Israel near the border with Lebanon. I'm Valerie Goria in Jerusalem for Euronews. Stehen.
Obwohl die Demonstrationen verboten worden waren, haben in Berlin Hunderte bei Pro-Palästina-Protesten mitgemacht. Dabei kam es besonders in Neukölln zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Beamte wurden mit Steinen und brennenden Flüssigkeiten beworfen. 174 Personen wurden festgenommen. Im niederländischen Den Haag gab es eine Solidaritätsdemo mit Gaza vor dem Internationalen Strafgerichtshof. We wanted to let the ICC know that we support the people in Gaza and that we want that Netanyahu one day comes to this court to be punished here. In Athen demonstrierten erstmals seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober Griechen und Griechinnen ihre Solidarität mit Israel. Demonstrantinnen haben am Mittwoch das US-Kapitol in Washington besetzt und Abgeordnete und die Regierung von Präsident Biden aufgefordert, sich für einen Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel im Gazastreifen einzusetzen. Sie trugen schwarze T-Shirts mit der Aufschrift »Juden sagen Waffenstillstand jetzt und nicht in unserem Namen«. Proteste sind im Kapitol nicht erlaubt. 300 Menschen wurden vorläufig festgenommen. Der Bahnhof Grunewald in Berlin. Von hier aus wurden im Oktober 1941 zum ersten Mal Jüdinnen und Juden von den Nazis in Konzentrationslager deportiert. Heute kommen an diesem Ort Menschen zusammen, um an den Holocaust zu erinnern. An diesem Mittwoch jährt sich der Beginn der Deportationen in Berlin zum 82. Mal. Während der Zeremonie wurde eine Schweigeminute für die Opfer des Holocaust eingelegt. Konrad Kutt war einer der Anwesenden. Er hat das Mahnmal, die Bücherbox am Gleis 17 neben dem Bahnhof ins Leben gerufen. Eine Sammlung von Literatur über die Verfolgung, Deportation und Ermordung vieler Berliner Juden in der Nazizeit. Das Mahnmal wurde im August durch einen mutmaßlichen Brandanschlag zerstört. Kutt erklärt, dass die Bücherbox vor allem jüdische Menschen angezogen habe. From Israel, they come from USA, they wanted to see this place where their grand parents, for instance, were deported into Auschwitz or other regions. Überall in Berlin gibt es Gedenkstätten, die die Orte markieren, an denen Juden und Jüdinnen gelebt haben, bevor sie von den Nazis deportiert wurden. Eine Gruppe von Aktivisten kümmert sich um die Reinigung sogenannter Stolpersteine. Diese wurden zuerst in Deutschland verlegt, heute sind sie in ganz Europa zu finden. The stumbling block started as an art project in the 1990s. The hope was that names of Jewish people who were taken away were not forgotten. Today, the blocks mark the names of other victims of the Nazis, such as members of the LGBT community. Eine der Aktivistinnen von Omas gegen Rechts sagt, dass die Erinnerung an diese Geschichte in Deutschland und anderen europäischen Ländern sehr wichtig ist. Und wir müssen immer wieder daran denken, wie das geschehen ist, warum es geschehen ist, und wir müssen sagen, nie wieder. Und für ein Nie wieder stehen wir und deswegen machen wir das, damit auch die Leute rumrum alle mitbekommen, aha, wir müssen alle aufpassen auf unsere Demokratie. Und das müssen wir. Konrad Kutt hofft, dass die nächste Generation sich an den Anschlag auf seine Gedenkstätte erinnern wird. And also this burned down library and it is not forgotten. You are not allowed to forget this. And it has happened today too, once more. Keine Kirche als trojanisches Pferd. Das ukrainische Parlament hat in erster Lesung einen Gesetzentwurf gebilligt, der ein Verbot von religiösen Organisationen in der Ukraine mit Verbindungen zu Russland vorsieht. Die Gesetzgeber betonen, dass sich das Gesetz nicht gegen die Kirche oder die Religion selbst richtet, sondern dem Schutz der nationalen Sicherheit dient. Der Gesetzentwurf betrifft direkt die ukrainische orthodoxe Kirche, die vom Moskauer Patriarchat abhängig ist. Das Moskauer Patriarchat unterstützt die russische Invasion in der Ukraine. In Cherson zwingt der ständige Beschuss die Bewohner, sich in sichere Gebiete zu begeben. Die örtlichen Behörden der Frontstadt Avdiivka nahe Donetsk erwarten verstärkte Angriffe der russischen Streitkräfte.
Unterdessen hat das Nachbarland der Ukraine, Polen, ein NATO-Zertifikat zur Führung großer Verteidigungsoperationen erhalten. Die Verleihungszeremonie, an der zahlreiche Vertreter von NATO-Response-Einheiten teilnahmen, fand in Krakau statt. Die im September 2022 in iranischer Haft gestorbene Mahsa Amini wird posthum mit dem Sacharow-Preis für geistige Freiheit ausgezeichnet. Gleichzeitig wird der vom Europäischen Parlament verliehene Preis auch an die iranische Frauenbewegung vergeben. Das Europäische Parlament stehe an der Seite der Tapferen und Aufständischen, die weiter für Gleichberechtigung, Würde und Freiheit im Iran kämpfen, sagte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Die 22-jährige iranisch-kurdische Amini wurde am 13. September 2022 in Teheran festgenommen. Ihr wurde vorgeworfen, gegen die Kleidervorschriften verstoßen zu haben. Amini starb in der Haft unter ungeklärten Umständen. Ihr Tod löste Massenproteste im Iran aus, gegen die Staatsmacht mit großer Härte vorging. Die Preisverleihung findet am 13. Dezember in Straßburg statt. Das Telekommunikationsunternehmen Nokia hat angekündigt, tausende Stellen streichen zu wollen. Wie der Konzern mit Sitz im finnischen Espoo mitteilte, wolle man ein neues Sparprogramm durchführen. Konzernchef Pekka Lundmark sagte, dass dazu in den kommenden 3 Jahren bis zu 1,2 Milliarden Euro weniger ausgegeben werden sollen. Demnach könnten bis zu 14.000 Stellen weltweit wegfallen. Der Telekom-Ausrüster hatte bereits zum ersten Halbjahr seine Jahresziele gesenkt.